Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Pet Woman. Das bin ich, Patricia. Mit neuen Haaren, New Months, New Me oder wie auch immer. So kurz hatte ich die das letzte Mal, als ich in die 5. Klasse gekommen bin. Das ist schon ein paar Jährchen her. Aber gut, jetzt sind wir wieder back to the roots, bisschen frech. Wir haben heute Ostersamstag, also wenn das Video online kommt, am Freitag, heute, war aber Samstag, als es gedreht wurde. Und gestern war Karfreitag und hier, ja, hier Holy God, einer der höchsten Feiertage, aber in Holland nicht. Also waren wir gestern noch in Maastricht und waren da ein bisschen bummeln und waren da auch noch einkaufen. Und damit fange ich auch an. Und zwar waren wir einmal in der... Die Tüte ist leider weggekommen, aber macht nichts, steht ja auch hier drauf. In de Pindakaas-Winkel. Das ist, die haben tatsächlich nur Pindakaas, also nur Erdnussmus und ganz verschiedene. Mit Knoblauch, mit Chili, dann mit diesen Stroopwaffels, also hier mit diesen Honigwaffeln. Alles Mögliche. Ich habe mir jetzt 3 Stück mitgenommen und zwar einmal Natural. Dann hat der Kai sich mit Stroopwaffeln, also hier kann man das schön sehen, geht das? Da ist natürlich kein Licht hier mit so Stückchen drin. Und dann habe ich mir noch eins ausgesucht, das ist mit Sport. Da ist Proteinpulver drin, fand ich total interessant. Und wenn man 3 kauft, hat man anscheinend 1 gratis gekriegt, weil der hat uns das dann einfach hingestellt. Der konnte nicht so gut Englisch und ich halt kein Holländisch und dann... waren da ein bisschen Missverständnisse, aber es hat alles funktioniert. Ich habe das bekommen, was ich wollte und es gab noch 1 gratis. Voll cool. Ist natürlich jetzt nicht ganz so günstig, also die 3 Dinger haben irgendwie 19 Euro gekostet. Aber ganz ehrlich, YOLO, man gönnt sich ja sonst nichts. Naja, anyway. Dann waren wir noch in so einem ganz aufregenden Laden für die Leute hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Falls ihr den Lorei kennt, also so ein... Küchen, ich weiß gar nicht, Haushaltsladen, aber so fancy. Da waren wir gestern auch in so einem, der hatte Töpfe, da ist mir fast einer abgegangen, wirklich. Le Creuset in allen, also die Riesenköcher, klein, groß, Wok in allen Formen und Farben, Messer, japanische Messer, andere Messer, dann alle möglichen Siebträgermaschinen. Also da hat jedes Herz hat er höher geschlagen, meiner Meinung nach. Dann hatten sie noch so süße Schälchen gehabt, die hatten alles. Hätte ich alles leer kaufen können, habe ich aber nicht. Aber der Kai hat sich was mitgenommen und zwar, was er die ganze Zeit, jedes Mal, wenn wir nach Holland wollen, heult er da rum. Und jetzt hat er sich gekauft und zwar ein Poffertjes, eine Poffertjes-Pfanne. Genau, weil wir so häufig Poffertjes machen, hat Kai jetzt eine Poffertjes-Pfanne. Für alle, die nicht wissen, was Poffertjes ist, nutzt Google. Nein, Spaß. Sind, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, die kleine Pfannkuchen eigentlich. So würde ich es jetzt, glaube ich, beschreiben. Und das perfektionieren wir jetzt, damit wir das jetzt dann unser Signature essen. Poffertjes. Ja, dann waren wir natürlich, wenn man in Holland ist, muss man zum Albert Heijn gehen. Einiges davon ist jetzt schon weg, weil das für die Fahrt war. Ich habe mir einmal so einen Quinoa-Salat mit Sesamdressing gekauft. Der war saulecker. Dann habe ich mir so, die haben so ganz aufregendes Wasser, wo der Kai sagt immer, da ist die Himbeere auch nur mal kurz durchgeschwommen durch das Wasser, weil da ist auch kein Zucker und so drin. Aber schmeckt total lecker, auch so Minze und so Gedöns. Das haben wir einmal geholt. Dann habe ich mir einen frisch gepressten O-Saft. 0,5 für 2,19 Euro. Supergeil. Habe mich richtig gefreut. War sehr lecker. Und der Kai hat sich von Oatly, da gab es jetzt neu so einen kalten Kaffee, hat er sich für die Fahrt noch mitgenommen. Und ich habe mir noch so eine Obstschale mitgenommen. Aber das wurde halt alles schon gegessen. Und eine Cola, eine W-Cola für den Kai. So, und weil wir natürlich viel zu viel wieder eingekauft haben und ich nur eine Tüte dabei hatte und da die Poffertjes-Pfanne drin war, haben wir uns noch hier so ein Netz gekauft. Das ist perfekt für unser Oldtimer. Da kann man dann nämlich schön, wenn man so einkaufen geht, ne, dann sieht man da auch direkt cool aus. Deshalb, ja, da einmal die. Dann hat sich der Kai Chocmel mitgenommen. Chocomel. Und super krass, wir waren letztes Jahr auch um die Zeit in Holland gewesen, über unseren Geburtstag. Kai und ich haben am gleichen Tag Geburtstag, deshalb unser Geburtstag. und es gibt jetzt einfach Schokomel in vegan. Ich drehe durch, what the fuck?
Ja, und da morgen meine Fastenzeit vorbei ist, eventuell freue ich mich drauf. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ja, aber das haben wir mal mitgenommen. So, dann hat der Kai Holland oder die Niederlande ist ja auch bekannt für ihren guten Käse. Da hat der Kai sich einmal Käse mitgenommen, einmal hier den, einen jungen, würde ich sagen, und dann der echte Limburger, der stinkt wie Sau, ey. Boah. Hier, so, den. Keine Ahnung. Puh. Und dann gab's noch. Keine Ahnung. Irgendeine Naschi. Dann, wie gesagt, die Honigwaffeln. Und der Albert Heijn hat auch immer so ganz aufregende vegane Wurst. Da habe ich mir einmal hier so Grillwurst und gebraten Gehackte mitgenommen. Die hatten wir auch letztes Jahr schon gehabt. Die sind total lecker und nicht teuer. Und für eine Freundin von uns haben wir ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Und zwar einen Rosé. Weil ich fand den irgendwie aufregend. Dachte ich, ach komm, vielleicht freut sie sich. Ach, natürlich. Und das darf nicht fehlen, wenn man im Frühling in Holland ist. Richtig, Tulpen. Also haben wir uns wieder Tulpis mitgenommen. Die werden jetzt so angeschnitten und schön in einen Dings gelegt. Weil ich glaube, wir haben da relativ viel Geld gelatzt. Ich glaube 40 Euro oder so. Aber das war ja auch noch mehr. Aber ich weiß auch irgendwie nicht mehr, was wir alles noch gekauft haben. Also die Tasche, keine Ahnung. Aber es waren roundabout 40 Euro. Und das war gestern unser Einkauf, der mehr oder weniger spontan Einkauf, also kein Wocheneinkauf, einfach nur halt gekauft, auf was wir jetzt Lust hatten. Und zwar machen wir weiter mit, dass du unten in die Infobox guckst. Hier unten guckst du rein. Und da gibt es einen Download-Link von mir. Und das ist jetzt, also jetzt ist es wirklich das letzte Mal, dass ich es wahrscheinlich ankündige, weil die Fastenzeit ist ja jetzt vorbei. Da kam letzte Woche mein Fazitvideo online. Das packe ich dir hier oben gerne in die Infobox rein oder in die Anzeigenleiste, wie auch immer das heißt. Und unten in der Infobox findest du den Wochenplan, den ich die letzten 6 Wochen, also du findest dort 6 Wochenpläne von 6 Wochen, glutenfrei, zuckerfrei und vegan, kannst du dir gerne downloaden und dich inspirieren lassen und was ausprobieren. Lass es mich gerne wissen, ich freue mich, auch wenn du es schon runtergeladen hast, lass es mich gerne wissen. Schreib es mir unten in die Kommentare rein, es ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, ist ein bisschen buggy. Du musst 0 Euro reinschreiben und dann, ja, das will ich haben und dann kriegst du es per E-Mail zugeschickt. Das ist eigentlich das einzige Hindernis, was es zu beachten gibt. Bei uns gibt es diese Woche grüne Soße mit Kartoffeln. Wir machen Banku mit Okraschoten-Stew, also Eintopf. Dann Okraschoten-Risotto, Buchweizen-Bowl mache ich und ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, es war's. Ah ne, Quinoa-Salat habe ich euch noch aufgeschrieben. Keine Ahnung. Und dann machen wir mal beim Aldi weiter, weil das hat nämlich alles gar keinen Sinn. Ich habe mir einmal hier so einen Kernemix mitgenommen, weil ich mein glutenfreies Brot wieder backen werde. Packe ich dir hier oben in die Infobox. Das habe ich schon mal als Video abgedreht. Vielleicht nicht mein bestes Video, aber es ist ein sehr leckeres Brot und es ist super einfach zu machen. Also schau hier gerne vorbei. Dafür brauche ich einmal den Kernemix. Dann sind meine Kürbiskerne leer gegangen, da habe ich einmal neue Kürbiskerne mitgenommen. Dann habe ich hier auch nochmal das Pure mitgenommen vom Aldi. Das ist eigentlich auch so ein Kernerbrot, total lecker. Ich habe mir Haferflocken-Zartblatt mitgenommen, weil ich daraus mein eigenes Haferflockenmehl machen werde, weil ich habe einen Hochleistungsmixer und dann kann man das ja selber machen. Kichererbsen, weil, ach genau, Kichererbsen-Curry gibt es noch. Dafür habe ich Kichererbsen gebraucht. Dann waren im Angebot, ich denke, das werden jetzt auch die letzten sein, Avocado aus Guatemala. Oh Gott, für 85 Cent. Das ist alles an diesem Satz war falsch. Der Preis war falsch, das Land war falsch. Dass ich 3 Stück davon gekauft habe, ist falsch. Alles daran ist falsch, aber es ist einer meiner Guilty Pleasures ist momentan Avocado. I'm sorry. Vielleicht hört es ja auch wieder auf, aber momentan esse ich es einfach gerne. Und dann gab es noch Granatapfel im Angebot. Ich glaube, die ist aus Spanien. Ich sage jetzt einfach, die ist aus Spanien. Ich weiß es nicht. 99 Cent pro Stück. Da werde ich auch heute eine schon schälen, weil wir morgen ein bisschen laufen gehen. Und dann werde ich mir so eine Snack Bowl machen. Genau, für das Gelärsch haben wir 12 Euro ausgegeben. 12 Euro ausgegeben.
So, dann waren wir noch beim Penny, weil ich natürlich für die grüne Soße den Joghurt vergessen habe. Also haben wir hier zweimal Joghurt, Sojajoghurt ungesüßt gekauft. Dann will ich Energy-Bällchen machen, da habe ich nochmal Datteln mitgenommen. Und unsere Milch ist leer gegangen, da habe ich einmal die Barista, Hafer-Barista und die Hafer-Normal mitgenommen. Und weil ich auch wieder die Schokomuffins, die verlinke ich dir heute, das ist ein richtiger Verlinkungswirrwarr. Ich will die Schokomuffins nochmal selber machen. Dafür brauche ich eventuell Apfelmus. Ich habe noch was, aber ich weiß nicht, ob das noch gut ist. Und dann habe ich jetzt einfach nochmal auf Vorrat mitgenommen. Genau, für die Sachen haben wir 8,70 Euro ausgegeben. Und dann machen wir mal weiter. Wir gehen noch ein Stück weiter zurück. Jetzt kommt der Wochenmarkt, beziehungsweise beim Wochenmarkt ist ein ganz aufregender, regender, internationaler Supermarkt. Der hat Indisch, der hat Afrikanisch, der hat Malaysisch. Oh Gott, nee, das war nicht richtig, gell? Malaysianisch. Der hat alles Mögliche. Vorne an der Kasse kannst du dir dann für 1,50 selbstgemachte Samosa kaufen. Lieb ich. Da könnte ich wirklich ausflippen. Da haben wir einmal in Safran getunkte Pistazien gekauft. Die brauche ich für einen Salat und der Kai hat sie sich zum Snacken noch mitgenommen. Und dann habe ich ja schon gesagt, gibt es bei uns ein paar Mal Okraschoten. Dann haben wir uns noch Okraschoten mitgenommen. Für die zwei Sachen, ich meine, das sind Safran, Pistazienkerne und Okraschoten, haben wir jetzt 5 Euro ausgegeben. Ich finde es ein fairer da kann man nicht meckern. Jetzt machen wir weiter mit dem Wochenmarkt. Da habe ich mir einmal, die habe ich auch probiert. Der nette Mann hat gesagt, wollt ihr ein bisschen Vitamine? Habe ich gesagt, komm, gib dem Mädchen mal ein bisschen Vitamine. Und dann habe ich den Apfel genommen. Der ist total lecker. Pivot. Es ist ein Pivot-Apfel. Er ist sehr sauer. Er ist schön knackig und frisch. Er ist perfekt. Er ist für meinen Geschmack. Ist er perfekt. Wenn du die eher so ein bisschen süßlich magst, dann ist wahrscheinlich der, wie hieß der andere? Gala, glaube ich. Es war ein Gala. Der ist ein bisschen süßlich, aber der, freue ich mich drauf. Nehme ich auch morgen mit zum Wandern. Ich brauche so einen Rucksack und da ist nur Essen drin. So, dann gibt es Crisos, habe ich ja schon gesagt. Also grüne Soße mit Kartoffeln. Und hier die Leute aus Hessen, die wissen natürlich, was da drin ist. Falls du aber nicht aus Hesse kommst, sagst du dir aber, was da drin ist. Die 7 Kräuter beinhalten Petersilie, Schnittlauch, Kerbe, Kresse, Pimpinelle, Sauerampfer und Boretsch. Pimpinelle, ja. Weiß ich natürlich auswendig, weil ich meine, ich bin born and raised in Hessen. Da weiß man, das kriegt man da schon mit auf die Geburtsurkunde, ist es draufgedruckt. Also das musste ich als kleines Kind, musste ich das schon aufsagen, was in den 7 Kräutern drin ist. Das natürlich nicht abgelesen. Spaß, als ob ich es wüsste. So, dann brauche ich auch für das Okraschoten-Stew, because we are international hier, also für den Okraschoten-Eintopf brauche ich noch ein paar Tomaten. Und generell auch Tomaten kannst du überall drauf machen. Hier die eine ist ein bisschen knatschig schon. Die sabbert schon, die will gar nicht mehr da drin bleiben. Dann Paprika, reden wir nicht drüber, ist eigentlich auch. Anyway, eine grüne, eine gelbe, eine rote. Dann Bananen. Die habe ich mir mitgenommen, die sind noch viel zu grün, die können schön noch nachreifen. Dann natürlich, was darf nicht fehlen, richtig, meine Zitronen. Also nochmal 3 Zitronen. Dann auch für einen Salat Gökscher. Ich habe 7 Stück, so kleine Mini-Gökscher. Und, was auch nicht fehlen darf, Karotte. In einem guten Haushalt dürfen Karotte nicht fehlen. Und dafür haben wir 19 Euro ausgegeben. Für den Äpfel 2,80 Euro. Genau. Also ist das wieder hier XXL Food Hall mit Holland. Wahnsinn. Da war kurz ein Sprachfehler mit drin. Ja, aber das war's ansonsten. Schade, jetzt ist der Food Hall schon wieder vorbei. Traurig. Und ich habe Luft geholt. Ich bin nicht umgekippt, obwohl ich viel geredet habe. Ja, und falls es dir noch, ich komme mal näher, falls es dir noch keiner gesagt hat, du bist toll, du kannst dich auch gerne ab und an mal vor den Spiegel stellen und dir das selber in die Augen sagen. Wenn du halt keinen hast, der es sagt, dann sagst du dir doch selber. Ist doch egal, weiß ja keiner. Aber jetzt sage ich dir, du bist toll. Es ist schön, dass es dich gibt. Und fühl dich umarmt. Einmal kurz geknuddelt. Knuddeln ist wichtig. Meine Mutter hatte mal auf ihrer Spülmaschine, darf man eigentlich auch keinem erzählen, hoffentlich sieht sie das nicht. Falls du das siehst, Mama, das ist toll, dass du das hast.
die auf ihrer Spülmaschine haben sie so einen Sticker drauf, da steht, der Mensch braucht 16 Umarmungen. Und jeder, der meine Mama kennt, der weiß, die knuddelt absolut gerne. Daher habe ich das eventuell auch. Ja, danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Hau gerne unten was in die Kommentare rein, Herz, was auch immer. Vergiss nicht zu abonnieren und mir einen Daumen hoch zu geben, da freue ich mich natürlich auch drüber. Unten findest du, falls du mich mal stalken möchtest, auch meinen Instagram-Account. Da versuche ich eigentlich fast täglich irgendwelche Random-Stories zu machen. Also ich bin Meisterin in Random-Stories, um deinen Alltag ein bisschen leichter zu machen. Dafür stehe ich mit meinem Namen Petwoman. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was es ist. Vielleicht mache ich eine neue Reihe auf, weil jetzt ist ja irgendwie auch mein Fastenzeit jetzt vorbei und bin ganz sad. Mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich brauche jetzt was Neues. Aber gut, wir haben jetzt auch Frühling, also kommen neue Sachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Adios, bye.